noch einmal mit dem Womo, so wie früher, auf eine große Veranstaltung fahren. Oder mal wieder in den Süden, zum Beispiel nach Kroatien. Das wäre super. Aber da gibt es jemand, der hat was dagegen. Oh, da haben wir ja okay, wir bleiben in Deutschland. Hier kann es ja auch ganz schön sein. Los geht's in Richtung Norden. Das Ziel ist Norden, Norddeich. Den ersten Zwischenstopp legen wir in Münster ein. Am alten Hafen, kein schöner Stellplatz, aber zum Übernachten reicht's. Am nächsten Morgen, direkt nach dem Frühstück, geht's weiter Richtung Norden. In Norden-Norddeich erwartet uns ein total überfüllter Stellplatz. Nur die Plätze, die man in der Lupe sieht, sind offizieller Stellplatz. Das ist auch meine Schuld. Die Leute glauben alle, sie könnten sich im Wohnmobil verstecken. Aber ich krieg sie alle. Parzellen, die morgens frei wurden, waren mittags schon wieder alle belegt. Nun waren wir schon mal hier. Wir versuchten trotz dem engen Stellplatz und dem unbeständigen Wetter den Urlaub zu genießen. Ein Ausflug nach Kretzil. Hier mussten wir leider feststellen, dass die meisten Touristen das Wort Mund- und Nasenschutz nicht kannten. Corona hat das natürlich gefreut. Wir machten uns hier schnell wieder vom Acker. Jetzt wurde das Wetter noch schlechter und wir beschlossen, die Heimreise anzutreten. Der nächste Stopp war Bad Bentheim. Der Wohnmobilstellplatz in Bad Bentheim liegt direkt unter der Burg am schönen Burggarten. Er hat sehr schöne sanitäre Anlagen. Die Besichtigung der Burganlagen ist hier ein unbedingtes Muss. In der Elisabethenkirche der Burg Bentheim steht der Herrgott von Bentheim. Das frühromanische Steinkruzifix ist eines der ältesten Zeugnisse der christlichen Geschichte der Region und stammt aus dem 11. Jahrhundert. Der nächste Stellplatz ist Camp Marina am Dortmund-Ems-Kanal in Kreven nahe Münster. Ein sehr gepflegter Stellplatz mit sauberen sanitären Anlagen und einem Ausgangspunkt für viele Radtouren.
Nach vier sehr schönen Tagen am Dortmund-Ems-Kanal ging der Urlaub zu Ende. Auf geht's nach Hause. Corona hatte uns verschont, war aber immer präsent und trübte oft die Stimmung. Nach 3 Wochen Urlaub ist es auch schön, wieder zu Hause anzukommen. Und bei so einem Empfangskomitee kommen dem Opa dann die Tränen.